Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Eine Blitzberatung. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo, selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Liebe Arini Diva, ich grüße dich. Du möchtest wissen, was kommt finanziell auf dich zu, was kannst du finanziell verbessern. Wenn wir über Geld sprechen, dann sollen wir auch die Energie des Geldes und den Fluss des Geldes auch betrachten. Es gibt Gedankenmuster, was den Geldfluss hindern kann. Wenn jemand zum Beispiel denkt oder sogar sagt, ich bin es nicht wert, ich habe das gar nicht verdient, dann hat auch nicht verdient. Dann ist wichtig auch auf die Gefühle achten. Schuldgefühl führt zum Schulden. Verlustangst löst Verlust aus, also auch Geld. Verlust. Es ist auch wichtig, auf die Gedanken und auf die Gefühle achten und freuen über den Wohlstand. Und das so, wenn das schon da wäre, also nicht in die Zukunft denken, sonst schieben wir zeitlich von uns weg, sondern das so fühlen. Und dann beachten, das Geben und Nehmen soll im Gleichgewicht sein. Und das Geldfluss oder Wohlstand ist nicht nur, dass wir Geld bekommen, sondern wir sollen auch auf den Ausgaben achten. Und nicht die Sparsamkeit führt zum Wohlstand, sondern wir sollen das Geld in Bewegung setzen und Geld ausgeben. Auch wenn das so klingt, so unglaubwürdig klingt, es ist so, weil so kommt das im Fluss zu diesem Kreislauf. Die Frage ist, wo sollen wir das Geld ausgeben oder wofür sollen wir das Geld ausgeben? Dort in diesen Geschäften, wo wir Wertschätzung bekommen als Kunde und wofür, was für uns wertvoll ist. Nicht, weil das im Angebot ist und nicht, weil das in Werbung kommt. Das geht verloren. Und so kommt das alles im Fluss. Wie denkst du gerade über deine Finanzen? Das zeigt hier dieses Bild. Und das bedeutet eine Herausforderung. Du stehst gerade in dieser Herausforderung, ob du das finanziell alles meistern kannst. Das muss nicht mal das bedeuten, was die Realität ist, sondern so wie du denkst. Und wie fühlst du dich? Dieser Bild zeigt auch Herausforderung und du verlierst dabei gerade die inneren Gleichgewicht. Es hat aber nicht nur mit Geld was zu tun, sondern auch was mit deinem Privatleben was zu tun, wenn da keine Wertschätzung entgegenkommt von deinem Partner. Dann fühlst du dich auch nicht wohl und das wirkt auch auf den Finanzen. Hast du eine Vorstellung über Wohlstand oder wie stellst du das vor? Dazu empfehle ich eine Übung. Wir brauchen ein Bild davon, was wir erreichen möchten, weil das sind unsere Träume, unsere Visionen und unsere Ziele. Nicht nur in die Liebepartnerschaft, nicht nur beruflich, sondern auch finanziell und dafür brauchen wir uns nicht schämen. Sondern es steht uns zu, dieser Wohlstand, und wir dürfen das auch genießen. Aber du brauchst davon ein Bild, eine konkrete Vorstellung mit Zahlen.
Und das kannst du diese Übung machen, wenn du täglich ein paar Minuten Zeit nimmst. Das ist Rückzug und Meditation. Und stell dir das bildhaft vor, wie sich das wächst und dehnt. Dein Kontostand mit Zahlen oder dass du das Geld in Hand hast und zählst und freust du dich darüber. Oder dass du einkaufst ohne Problemen. Du brauchst diese Bilder. Und mach diese Übung jeden Tag, weil dann lenkst du die Aufmerksamkeit in diese Richtung, lenkst Energie drauf und diese Energie manifestiert sich. Aber innerlich, glaub daran, auch wenn das jetzt nicht die Gegenwart entspricht, bleib in diesem Vertrauen und bleib in diesem Glauben und fühle dich reich. Fühle dich wohlhabend. Dieser Bild zeigt, dass du Erwartungen hast, dass dieser Mann entgegenkommt. Und das bedeutet nicht, dass du Geld von ihm möchtest, sondern du möchtest diese Wertschätzung bekommen von ihm, glücklich zu sein. Das steht im Vordergrund. Und wenn er nicht meldet, dann bist du traurig oder fühlst du dich verlassen. Und dieser Gefühlszustand prägt sich auf deinen Alltag. Und das ist dann schwierig vorstellen, dass du glücklich bist und dass du im Wohlstand lebst. Du kannst es umdrehen, was auch die Zukunft beschreibt. Er ist da. Und diese Stabilität kommt, weil er kehrt wieder zurück. Und damit kannst du Anfang Frühling schon rechnen. Das bedeutet nicht, dass du finanzielle Unterstützung brauchst von ihm. Du brauchst das Gefühl, dass ihr in einer festen Partnerschaft seid. Du hast dann diese Rückenstärkung. Und dann geht es dir besser. Dann hast du die festen Boden unter deinen Füßen. Und auf diesem Boden kannst du was aufbauen, auch finanziell. In Gegenwart, deine jetzige momentane finanzielle Lage zeigt hier dieses Bild. Du möchtest einen Sprung machen, aber du weißt nicht, welche Richtung, was kannst du hier bewegen. Also wir drehen die Karte um und zeigen die Zukunft. Das ist die Fröhlichkeit. Und du bist nicht alleine, er ist dann mit dabei. Also genieße das, das Geld, das Fluss des Geldes, genau. Dieser Geldfluss. Und mit diesem Gefühl, mit dieser Freude kannst du einiges bewegen. Viel mehr kannst du so bewegen, als mit diesem Pferd, wo versuchst du sprunghaft in einer Richtung beruflich was lenken. Natürlich, das hängt auch mit den Finanzen zusammen. Und jetzt betrachten wir dein Selbstwertgefühl. Das zeigt hier dieses Bild. Du hast dieses Gefühl, dass du wertvoll bist. Und es ist so wichtig, so wichtig. Und solche Sätze auch sagen, kannst du auch laut sagen, ich bin es wert, ich habe das jetzt schon im Besitz, ich habe das auch verdient. Aber das Bild zeigt ein gesundes Selbstwertgefühl. Bekommst du auch Wertschätzung von ihm? Damit kannst du rechnen, dass er kommt entgegen. Und das passiert noch dieses Jahr. Und was kannst du noch tun, die Finanzen zu verbessern? Die Zahl 10 bedeutet ein Neuanfang, eine neue Periode beginnt, eine neue Lebensphase. Und da bist du nicht alleine, sondern er ist auch da. Und hier im Hintergrund
Diese Wiese zeigt auch die Ernte. Das trägt auch Früchte. Und was kommt noch? Was wichtig ist bei Tun, weil das sind deine Entscheidungen und deine Schritte, genieße die Zeit mit ihm. Nicht nur die Wohlstand und die Stabilität, sondern auch diese Lebensfreude und Fröhlichkeit, so wie hier das auch sichtbar ist. Das hilft in die Beziehung, das hilft für dein Wohlbefinden und mit diesen Gefühlen kommst mehr dieses Gefühl zum Geldfluss. Und was ist die Ergebnis? Was kannst du erwarten finanziell? Das zeigt dieser König. Und ein König hat auch Geld. Und du brauchst auch dieses königliche Verhalten, Stolz zeigen. Das Herz symbolisiert in erster Linie die Liebe, Partnerschaft. Aber das im Hintergrund dieser Beziehung unterstützt dich dabei. Nicht unbedingt, dass er dich finanziell unterstützt, kann auch sein. Aber dieses Gefühl zum Haben, jemand ist für dich da und gibt dir Wertschätzung. Dann hast du auch die Kraft, etwas zu bewegen. Außerdem, dieses Herz bedeutet Liebe für all das, was für dich wertvoll ist. Und du darfst es auch erlauben, das Geld zum Lieben. Dann kommt auch zu dir. Also hast du auch Glück und das wirst du auch beherrschen. Ich befrage jetzt mein Pendel. Kannst du damit rechnen, dass du in Wohlstand lebst? Kommt es zum Erfüllung? Ja, nein oder vielleicht? Wenn die Pendel nach rechts ausschlägt, bedeutet ja, bist im richtigen Weg. Wenn die Pendel nach links ausschlägt, bedeutet nein, das wird nichts. Wenn die Pendel stehen bleibt, bedeutet Stillstand, sollst du geduldig sein oder wir sollen diese Frage momentan nicht stellen. Kannst du mit Geldfluss, mit Wohlstand rechnen? Die Antwort ist ja. Liebe Aline Diva, so könnte ich dein Finanzen, das Energie, das Geld, das beschreiben. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir viel Gewinn und alles Gute und alles Liebe. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.